herzliches Willkommen. Ich begrüße euch zur Monatslegung April. Zuerst möchte ich euch mal so erzählen, was so astrologisch los ist und was wir aus dem April so mitbringen. Ja, ihr werdet schon gemerkt haben, wichtig ist natürlich auch der Wechsel des Pluto in den Wassermann. Das wird schon einige Änderungen mit sich bringen und Ende des Monats März eben auch der Mars im Krebs. Das beruhigt ein bisschen, das ist ganz schön. Was erwartet uns jetzt hier so allgemein im April? Es wird Frühling und da sind dann auch schon die Uhren umgestellt, wo man dann doch wieder früher aufstehen muss. Wir haben Merkur im Stier ab dem 3. April. Das ist auch eine Energie, die eben ja verlässlich ist. Man sollte nicht zu hastig vorgehen, man sollte sich ruhig Zeit lassen und die Zeit auch genießen, die man hat. Das klingt komisch, wenn es schwierig wird, aber es ist wichtig, nicht die Nerven zu verlieren und bei sich zu bleiben und für Ruhe und auch angenehme Situationen selbst zu sorgen. Die Venus geht in die Zwillinge am 11. Das ist eine schöne kommunikative Energie, kann auch für ein bisschen Chaos sorgen, wissen wir ja. Man kann sich leicht verzetteln und man kann sich zu viel vornehmen, aber trotzdem ist es eine kommunikative Zeit, man kann miteinander reden. Und ab 20. haben wir die Sonne im Stier. Was noch wichtig ist, wir haben Ende des Monats, nämlich ab 21. April, den Merkur, der ja im Stier ist, rückläufig bis Mitte Mai. Da ist dann wieder so ein Zeitpunkt, wo man dann also das Gefühl hat, man hat, ja, ich weiß nicht, Kaugummi am Körper und kommt irgendwie nicht voran. Ja, es fühlt sich so an, man muss das Beste draus machen, deswegen sage ich ja, genießen und selber auch für schöne Momente sorgen. Bis zum 2. April sorgen Mars und Saturn dafür, dass man vorankommt. Ja, man sollte die Zeit eben auch gut nutzen. Merkur wechselt, wie gesagt, am 3. in den Stier und steht dann auch direkt mit Pluto im Wassermann in Konflikt. Das bedeutet Machtkämpfe. Ja, oder auch Meinungsverschiedenheiten sind möglich. Es wird wirklich mit allem, was man zur Verfügung hat, gekämpft. Und wenn man kann, sollte man sich aus solchen Streitigkeiten raushalten. Wenn man mittendrin ist, sollte man so sachlich und klar wie möglich sein und wenig aggressiv, wenn es irgendwie geht. Ja, dann haben wir Merkur und Saturn, die am 5. April eben auch da zur Verfügung stehen, Dinge zu klären, zu besprechen, vielleicht auch beruhigend zu wirken. Ja, wir haben eben auch gute Energien im Gefühlsbereich mit Venus und Neptun am 7. und auch das dauert dann bis zum 9. wiederum. Also man sollte eben auch die Momente, wenn sie schön sind, ein bisschen ausdehnen. Mars und Merkur helfen weiterhin, gut voranzukommen, also die Dinge in Bewegung zu halten, fleißig zu sein. Am 11. geht die Venus in die Zwillinge, wie gesagt. Da ist eben auch, naja, neue Kontakte sind natürlich drin, auch gerade für die Singles. Und natürlich kann man auch mit der Zwillingenergie gut miteinander sprechen, was ja bei Merkur rückläufig dann ab 21. wieder schwieriger wird. Ja, mit Pluto, der ja auch mit im Wassermann für Selbstverwirklichung steht, da kann man sich selbst auch, ich sag mal, voranbringen. Man kann an den Dingen arbeiten, die einem am Herzen liegen. Sonne und Jupiter wirken am 12. sehr belebend und können dann auch eben, ja, ich sag mal, die eigene Energie nach vorne bringen. Ja, man kann viel erreichen, wenn man etwas riskiert, aber dieses Risiko sollte eben, ich sag mal, im realistischen Bereich liegen und nicht, ich sag mal, zu viel riskieren wäre nicht gut. Dann haben wir am 14. ein Quadrat zwischen Venus und Saturn. Das bedeutet, man kann mit Venus im Stier und dem Saturn in den Fischen entweder die Gefühle eines anderen zutiefst verletzen, gewollt oder ungewollt, oder aber man kann durch zu viel Gefühl den anderen, der, ich sag mal, ernsthafte Absichten hat, verschrecken. Und das gilt genauso im Beruf wie auch im Beziehungsbereich. Also es gibt so ein paar Missverständnisse, ja. Da sollte man sehr achtsam sein. Es kann eben auch Barrieren bringen, die vorher noch nicht da waren, durch, wie gesagt, ein Missverständnis. Am 20. haben wir dann Neumond im Widder. Und ja, die Sonne geht in den Stier
Und das wirkt eben wie so ein wir bleiben auf dem Teppich Element. Ja, wir wollen zwar natürlich die Dinge voranbringen, aber wir wollen es clever machen. Wir wollen es gut überlegt dahin bringen. Ja, denn die Sonne steht dann auch im Quadrat zu Pluto. Sonne im Stier, Quadrat Pluto. Und da haben wir wieder diese Auseinandersetzung, die eben sehr unschön sein können, wenn man eben, ich sag mal, übertreibt oder wenn man einfach nicht aufhört damit. Ja. Der Widerstand gegen, ja, ich sag mal, Leute, die über ihre Kompetenzen oder über ihren Bereich hinausgehen und dir vielleicht zu nahe treten, der ist immens. Ja. Und das, wie gesagt, kann ganz schön eskalieren. Man sollte gut aufpassen. Dann wird am 21. auch noch der Merkur im Stier rückläufig. Du kennst das. Möglichst keine Verträge unterschreiben. Alles muss 10-fach geprüft werden. Dinge kommen nicht an. Oder man macht leichter Fehler. Ja, man ist genervt. Und es kann eben auch durch die Kommunikation eben zu Missverständnissen kommen. Oder eben auch, dass nichts ankommt. Ja. Also Hürden, Barrieren sind da. Man sollte Dienst nach Vorschrift fahren. Und wenn man etwas entscheiden muss und es sich nicht verschieben lässt, sollte man auf jeden Fall nochmal jemanden drüber schauen lassen oder vielleicht einmal mehr nochmal prüfen. Ja, wir haben dann einen Merkur-Mars-Aspekt. Da kann man sich in die Arbeit vertiefen vom 22. bis 25. April. Bei Merkur rückläufig muss man, wie gesagt, langsamer machen und vielleicht öfter prüfen. Dann haben wir ein Sextil zwischen Sonne und Saturn am 25. Und dann haben wir ab 27. April bis Anfang Mai, ja, Uranus und Mars in Verbindung. Das bedeutet, es kann Veränderungen geben. Wir haben ja auch den Pluto im Wassermann. Die müssen, ja, die muss man sich erst neu drauf einstellen. Die können gut sein, die können aber auch weniger gut sein. Also, auf jeden Fall gibt es Überraschungen. Achte auf deine Sensitivität, auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition. Das ist so der beste Wegweiser, den man überhaupt haben kann. Und deswegen sollte man möglichst versuchen, in seiner inneren Mitte zu bleiben, so gut es einem eben gelingt. Und dann sollte man auch darauf achten, was man selber braucht. Ob man jetzt mal einen Spaziergang braucht, Zeit für sich alleine, ein Nickerchen, ein gutes Buch, eine Ablenkung. Was man braucht, sollte man sich in dieser Zeit natürlich auch zur Verfügung stellen. Man sollte sich nicht komplett da drin verlieren, ist klar. Aber man sollte sich ab und zu mal auch etwas Gutes tun. Und man sollte natürlich grundsätzlich mit sich selbst auch gut umgehen. Das ist jetzt mal so der Rundumblick für den Monat. Und wir schauen uns das jetzt natürlich für dein Sternzeichen auch an. Ja, mein lieber Stier, was haben wir denn für dich im Monat April? Ja, es beginnt schon ein bisschen problematisch am 3., ja, weil wir eben diese Energie von Merkur, der ja in deinem Zeichen ist, und Pluto im Wassermann haben. Macht, Ohnmacht, ja, kann im Job sein, kann auch so mit dem Nachbarn oder was weiß ich sein. Du hast auf jeden Fall das Bedürfnis, etwas mit deinen Händen zu tun im April. Etwas zu bauen, zu basteln, zu friemeln irgendwie. Wenn du das Bedürfnis hast, dann geh dem ruhig nach. Kann auch Gartenarbeit sein, ja. Du bist ein Erdzeichen und du hast auch gerne mit der Erde zu tun. Sei es Holz, sei es Erde, wie auch immer. Und deswegen solltest du diesem Bedürfnis unbedingt auch nachgeben. Es gibt noch einen guten Tag, wo du eben Verträge, Dinge unter Dach und Fach bringen kannst. Das wäre der 5. April. Und auch am 8. kann einiges richtig rundlaufen. Also sehr schöne Tage dafür, dass die Dinge laufen. Aber wichtig ist, dass du auf dich achtest, dass du deinen Bedürfnissen eben auch gerecht wirst. Ja. Die Rückläufigkeit ist im eigenen Zeichen natürlich auch schwierig. Ja. Am besten das, was du tun musst, das, was du vorher schon getan hast, was so für dich eben auch, ich sag mal, läuft, Routine ist und wo du nicht viel überlegen musst. Trotzdem musst du natürlich vor Flüchtigkeitsfehlern aufpassen mit Merkur rückläufig und natürlich dich nicht in diese Machtspielchen reinziehen lassen.
Die Rückläufigkeit ist wie immer keine Verträge, nichts neu beginnen, es wird verzögert, es gibt Blockaden, technische Dinge fallen aus etc. Du kennst das, du hast sicherlich schon mal Merkur rückläufig erlebt. Was gut läuft mit Merkur rückläufig ist Streitigkeiten beseitigen oder alte Kontakte wieder aufleben lassen. Das könnte man machen. Und ja, aber wie gesagt, die Kommunikation ist aber durch die Merkur-Rückläufigkeit eben auch schwierig. Ja, man wird leicht falsch verstanden oder man kriegt selber was in den falschen Hals. Hab das immer im Hinterkopf, wenn du mit anderen kommunizierst oder zusammen bist. Jeder hat das gleiche Problem und das macht es eben nicht einfacher. Also ein bisschen Toleranz ist angebracht und möglichst eben auch Aggressionen oder Streitigkeiten lieber auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Ja, ansonsten, wie gesagt, halte dich daran, lass deine Hände arbeiten, damit dein Kopf frei wird. Ich wünsche dir einen charmanten April und wir schauen uns die Karten an. So, mein lieber Stier, wir sind im April 2023 und ich denke, dass du natürlich allgemein, das ist ja eine allgemeine Legung, auch zu Beginn ein bisschen aufpassen musst, dass du nicht vielleicht zu übergriffig wirst, weil du eben auch so ein bisschen besitzanzeigend bist, auch in Beziehungen und so weiter. Das ist nicht böse gemeint, aber es kann natürlich sein, dass du da dir ein bisschen zu ja viele Rechte herausnehmen könntest oder vielleicht zu fordernd bist. Ne? Mit Uranus sind ja Veränderungen auch wichtig und Weiterentwicklung. Wir haben dann auch gute Energien und so weiter, bis Merkur rückläufig wird. Das geht auch noch bis 15. Mai. Schauen wir uns mal die Energie im Monat April an für den Stier, was wir da haben. Was begegnet dir? Die 5 der Schwerter, also Streitgefahr. Aber natürlich ist Auseinandersetzung auch nicht immer negativ. Man setzt sich eben mit den Dingen auseinander, man spricht Unangenehmes an. Man geht daran. Wir haben die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Das ist schon mal gut. Wir haben aber auch die Übertreibung. Wir haben vielleicht zu viel Ehrgeiz, zu viel Willen, etwas durchzusetzen. Da muss man aufpassen. Der Ritter der Schwerter ist schnelle und unüberlegte Handlung, kann aber auch Überraschungen bedeuten, mit denen man nicht gerechnet hat. Dann haben wir die 4 der Kelche. Das macht unzufrieden und damit eben auch ein bisschen unleidlich, ganz normal. Königin der Münzen, bemühe dich um Stabilität und Sicherheit. Mache nichts einfach aus Ehrgeiz oder einfach, weil du es willst. Zurückhaltung ist wichtig. Also ein bisschen diesen Ehrgeiz oder dieses Vorankommen wollen oder dieses Bestimmen wollen auch ein bisschen im Zaum halten. Das wäre ganz gut. Wir haben Strategie, strategisch vorgehen. Das, was man hat, will man ja auch nicht wieder hergeben. Feuerenergie, der Ritter, der Stäbe, man möchte was riskieren. Das hat auch mit dem Ehrgeiz zu tun, dass du mal ein bisschen dich nach vorne lenken möchtest. Und wir haben mit den 7 der Stäbe auch, ich sag ja, für seine Belange einstehen. Aber man kann auch was raushauen, unüberlegt. Und man kann sich damit, ja, vielleicht auch ein bisschen unbeliebt machen. Die 6 der Münzen ist wieder ausgleichend. Ja, wenn man merkt, man war vielleicht ein bisschen übergriffig, ob jetzt verbal oder so, dann will man das wieder ausgleichen. Man macht sich Sorgen, dass die Dinge eben nicht so laufen, wie man das gerne hätte. Darüber soll man reden. Und der Rückzug. Ja, ein bisschen Zeit für dich zu haben, zu erholen und vielleicht auch manchmal, bevor du, sagen wir mal, zu ehrgeizig wirst, egal in welchem Bereich, da ein bisschen aufpassen. Also wir haben da großes Potenzial, aber auch große Gefahr, ich sag mal, seine Grenzen zu weit zu überschreiten. Wir haben den Knabe der Stäbe. Dein Fokus liegt darauf, die Sicherheit und Stabilität beizubehalten. Du möchtest in der Gesellschaft jemand sein, 3 der Kelche. Und der Teufel ist eben, man möchte eben, ja, auch einen gesellschaftlichen Stand haben, was ja auch gut ist. Dann haben wir hier den Gehängten. Das ist gut. Der Gehängte ist nämlich, bevor ich was tue, beobachte ich. Das liegt natürlich in deinem Ermessen, ob du jetzt schnell handelst oder ob du erstmal guckst, was überhaupt los ist. Wir haben ja mit dem Mars im Krebs auch die Tendenz, dass man eben das Private, das Familiäre schützt und vielleicht muss man erstmal schauen, wie die Dinge stehen.
Wir haben die 10 der Stäbe. Es ist nicht alles zur vollsten Zufriedenheit. Das heißt aber nicht, dass das nicht so kommen kann. Wir haben ja auch Fairness und man geht aufeinander ein. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit mit den 2 der Schwertern. Du bist etwas zurückhaltender als sonst, ja? Ich denke mal, es geht auch einfach darum, bevor man jetzt ein Riesenfass aufmacht, überlegt man sich hier erstmal gucken, wie wir das regeln können. Wir haben die 6 der Münzen, da geht es auch wieder um Fairness, um miteinander gut auszukommen und vielleicht da erstmal, ich sag mal, der Situation geschuldet, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen oder eben auch sich ein bisschen zurückzuhalten. 6 der Kelche Nostalgie, zurückdenken. Vielleicht auch mit Merkur rückläufig Dinge aus der Vergangenheit aufgreifen. Kann natürlich sein, dass das nach dem 21. der Fall ist. Was riskieren? Königin der Kelche ist eine schöne Energie, sich zu kümmern. Liebevoll um etwas oder jemanden zu kümmern. Hier mit dem Ehrgeiz und den 3 der Kelche möchtest du vielleicht einfach, wie ich sagte, gesellschaftlich aufsteigen, etwas erreichen. Lass dich da aber nicht zu sehr, wie soll ich sagen, vor einen Karren spannen oder dass dir jemand was verspricht und vielleicht nachher nicht einhält. Die Strategie hier ist natürlich deine Intensität oder das, was du aus der Vergangenheit aufgreifst, vielleicht auch umzusetzen. Also Ideen, die dich bewährt haben, weiter zu erhalten auch. 6 der Münzen, Knabe der Kelche, Freundlichkeit entgegenkommen. 9 der Schwerter, Ass der Kelche. Also ich denke mal, dass du aufgrund der Tatsache, dass vielleicht alles nicht so optimal ist, wie du das gerne hättest, das ist ja bei vielen so, dass du so ein bisschen, ja, zweifelst oder dass es an deinem Selbstwertgefühl ein bisschen nagt. Unterhalte dich mit den Leuten, die dich gut kennen und mit denen du die Dinge angehst. Wir haben die Königin der Stäbe. Es hilft dir als Stier ein bisschen durch Abstand oder durch Alleinsein die Gedanken zu sortieren und dich mit den Dingen auch zu beschäftigen. Ich glaube, dass du mehr Optimismus brauchst, ja. Aber die Gespräche führen, glaube ich, auch zum Optimismus. Aber du musst halt die Dinge für dich auch ein bisschen klären. Es kann auch sein, dass es hier Überraschungen gibt, wo du erstmal gucken musst, wie gehe ich überhaupt damit um? Hier haben wir Belastungen, die natürlich auch an der Laune nagen, ja. Und du weißt jetzt im Moment hier nicht, wie soll ich das machen? Wie soll ich da rangehen? Deswegen bist du erstmal zurückhaltend. Aber hier haben wir eben, man vergleicht die Vergangenheit mit der Gegenwart und man schaut eben, wo man sich einsetzen kann. Natürlich privat. Königin der Kelche ist Familie, ist nahes Umfeld, Mars in Krebs, ist eben auch liebevolle Fürsorge innerhalb der Familie und die natürlich verteidigen. Du gehst da strategisch vor. Was hat Priorität auch, ne? Du bemühst dich um Fairness, du bemühst dich um Entgegenkommen, aber die Dinge belasten dich natürlich und da brauchst du möglicherweise auch gerade zum Ende des Monats eine kleine Auszeit, um dich zu regenerieren und um wieder Optimismus zu finden. Ich glaube, dass du, ja, sagen wir mal, ein bisschen Urlaub brauchst oder Zeit für dich alleine, ja. Es ist schwierig im Monat April, aber nicht unmöglich und es ist auch liebevoll mit der Königin der Kelche und so. Aber du musst ein bisschen auch mithelfen, dass eben der Optimismus nicht verloren geht. Es ist ein bisschen streitbarer Monat. Wir haben Vertraue göttlichen Umwegen. Es kann sein, dass sich das im ersten Moment gar nicht so sicher und so anfühlt, aber die Sicherheit bekommst du erstens durch die Menschen, die dich umgeben, die dir den Rücken stärken, die mit dir auch was aufgebaut haben oder dabei sind, etwas aufzubauen. Und natürlich dadurch, dass du nicht aufgibst. Ist ganz wichtig, ja. Wir schauen uns die Schutzbotschaft für den April an, was den Kojoten betrifft. Manchmal ist etwas so verlockend und verheißungsvoll, dass du bei der fieberhaften Suche danach den Boden unter den Füßen verlierst. Das könnte hier so Karriere und so weiter sein. Vielleicht bist du besessen von der Idee, die Chance zu bekommen, auf die du immer gewartet hast, den unerreichbaren Traumpartner für dich zu gewinnen oder den großen Coup zu landen. Der Geist des Kojoten warnt dich davor, dass diese trügerische Energie, die jetzt nichts als Enttäuschung und unnötigen Kummer einbringt,
wenn du dich von ihr verführen und zum Narren halten lässt. Das war das, was ich eben sagte. Lass dich nicht vor einen Karren spannen, weil du denkst, dass du so irgendwas Spezielles erreichen kannst. Der große Allgeist will das Beste für dich und wenn deine Pläne in die Brüche gehen, dann wisse, dass der Kojotengeist da ist, um dich zu beschützen und zu segnen. Höre auf seine behutsame Ermahnung, die Welt nicht zu ernst zu nehmen und der Erfüllung deiner Wünsche nicht Form und Zeitpunkt vorzugeben. Das ist eben dieses Bild, was man konkret von etwas hat und was man dann vielleicht nicht so erfüllt bekommt, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Etwas Besseres erwartet dich. Wenn du deine Lektionen lernst und leichten Herzens bist, wirst du schon bald erkennen, dass du die ganze Zeit auf dem richtigen Weg warst, wie verschlungen er auch sein mag. Also das ist einfach so, man weiß manchmal nicht, ist man noch auf dem richtigen Weg, hat man noch die richtigen Ziele vor Augen, ist das noch so korrekt oder nicht, ja. Du setzt dich damit auseinander und das kann natürlich auch dadurch kommen, dass erstmal die Leute auch alle vielleicht ein bisschen angepiekt sind und das natürlich auch zurückgeben. Klar, man steht für seine Belange ein, aber man muss strategisch vorgehen, man muss sich kümmern, man möchte auch nicht zu viel riskieren oder sollte sich darum kümmern, dass man nicht zu viel riskiert. Man soll mit anderen auch über seine Bedürfnisse und seine Erfahrungen sprechen. Hier haben wir den Optimismus, der passiert durch Rückzug, also vielleicht auch ein bisschen Abstand zu gewissen Dingen und dass du das eben ein bisschen objektiver betrachten kannst. Das kann sehr, sehr nützlich sein im April. Vor allen Dingen, wenn Merkur rückläufig ist, passiert da eh nicht mehr viel. Also versuche da eben auch nicht zu viel zu tun, zu erwarten, schon gar nicht von anderen. Also kümmere dich um das, was dir am Herzen liegt, deine Familie, deine Freunde, die Leute, die dir nahestehen und die solide Basis, die du hier hast, darauf eben zu setzen und nicht auf Dinge, die dir möglicherweise von außen versprochen werden und vielleicht auch nicht unbedingt so eingehalten werden. Deswegen lass dich nicht abbringen. Wir schauen uns gleich natürlich noch an, wie das in Beziehungen ist im April. Und ich hoffe, dass du da eben deine Stärke, deine Festung hast, wo du dann auch schwierige Situationen gut meistern kannst. Das schauen wir uns gleich an. Ich bin gespannt, was du sagst, wie du den Monat verlebst oder was du daraus machen konntest. Ich hoffe, dass du mir das auch als Rückmeldung geben möchtest in den Kommentaren, wenn es dir gefallen hat und dir auch was gebracht hat. Lass gerne ein Däumchen hoch da, dann weiß ich, du konntest es nutzen. Und wie gesagt, ich bin auf die Rückmeldung gespannt. Also bis gleich in der Beziehungslegung. So, mein lieber Stier, schauen wir uns an, wie es allgemein in Beziehungen aussieht im April. Ja, aber die Venus im Stier, was natürlich sehr gut ist für dich. Ja, du vereinnahmst schon mal gerne deinen Gegenüber. Das machst du unbewusst, das ist keine böse Absicht. Aber trotzdem kann das natürlich auch zu Einengung führen oder dass sich jemand da ein bisschen eingeengt fühlt. Schauen wir uns das mal an, wie das im April aussieht für den Stier. Was haben wir da? Wie ist die Energie im April? Der Eremit, der Rückzug, der Eremit ist aber auch, ich denke über ein paar Dinge nach. Ich möchte mir über ein paar Dinge klar werden. Thema ist die 5 der Schwerter. Da ist auch wieder die Auseinandersetzung. Deine Energie ist die 7 der Stäbe, also auch ein bisschen Sturheit. Ne? Auf der anderen Seite haben wir eine solide Basis, 4 der Stäbe. Also auch wenn du Single bist, es geht bei dir darum, dass du... ja, dass du auch als Single ein bisschen eigenwillig daherkommst, ja. Und da musst du dann vielleicht auch ja mal gucken, wie du damit umgehst. Wir haben die Hohepriesterin, das ist sehr gut. Wir haben ja Neptun und auch Saturn in den Fischen. Es bedeutet, dass du auch ein bisschen sensibel auf dein Gegenüber zugehen sollst, seine oder ihre Bedürfnisse mit wahrnehmen. Wir haben nämlich unbewusst die 9 der Kelche. Du hast also ein Gegenüber, entweder ein bestehendes oder ein etwas noch Unbekanntes, was dir eben das bieten kann, was du möchtest. Der Ritter der Münzen, die Geduld ist gefragt, da bist du ja prädestiniert als Erdenergie. Und wir haben die 7 der Kelche. Illusion, hochtrabende ja, Wünsche, vielleicht auch enorme Ansprüche an sich selbst, an andere, das ist natürlich riskant, wenn man da ein bisschen zu hoch greift und damit vielleicht die ganze Sache schwieriger macht, als sie sein müsste. Das kann bei dir liegen, das kann genauso bei deinem Gegenüber liegen. Und ich denke auch, dass da eben wahrscheinlich Merkur auch dann am 21. dazwischen funken kann. Nicht muss, aber kann.
Was haben wir jetzt für den Stier noch? Wir haben den Turm. Ein bisschen von dem Ärger oder von dem, sagen wir mal, ja, Reizbaren, ein bisschen davon wegzunehmen. Zwei der Schwerter, da ist die Zurückhaltung, also nicht zu eigensinnig zu sein. Wir hatten die zwei der Schwerter auch in der gesamten Legung, also allgemeinen Legung, dass du da ein bisschen zurücknehmen sollst. Hier ist jemand, der sich sehr, sehr hingezogen fühlt zu dich, zu dir. Der Hierophant ist eben Verbindung, wichtige Verbindung. Du bist für jemanden sehr wichtig und das ist doch auch schön. Neun der Schwerter, da hatten wir auch die unnötigen Sorgen. Man sollte vielleicht auch wissen, mit wem man darüber sprechen kann. Wenn du in einer Partnerschaft bist, solltest du vielleicht mit dem Partner, der Partnerin darüber sprechen. Hier dreht man sich ein bisschen im Kreis, weil man hat bestimmte Vorstellungen mit den Neun der Kelche. Und man kann vielleicht schwer davon ablassen, gewisse Vorgaben zu haben, Regeln oder so. Geduld ist gefragt, zwei der Stäbe. Du musst dich entscheiden, willst du das Risiko eingehen, dass die Dinge eben nicht 100% so laufen, wie du das möchtest? Oder ja, es macht einsam. Zehn der Schwerter, ja, Illusionen. Du hast damit schon deine Erfahrung gemacht als Stier. Und das kann natürlich zu Einsamkeit führen, wenn man, ich sag mal, zu festgelegt ist, ja, wie denn das Gegenüber zu sein hat. Also das ist das, worauf du hingewiesen wirst. Du entscheidest natürlich selber, wie du damit umgehst. Es ist manchmal so, dass man aus Erfahrung eben auch sagt, das oder das, das möchte ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, kann ich auch gut verstehen. Aber es ist wichtig, auch ein bisschen flexibel zu bleiben oder sich ein bisschen flexibler zu machen, wenn einem das Gegenüber, ich sag jetzt mal, wichtig ist. Und dazu ist vielleicht auch manchmal die Zeit, darüber nachzudenken, ganz wichtig, dass man eben ja einfach flexibler ist und sich auch die Wünsche des Gegenübers anhört. Also nicht nur auf seine eigenen Dinge beharrt. Ne? Du bist für jemanden ausgesprochen wichtig und das ist doch schon mal toll. Wir haben auch Trautesheim. Trautesheim heißt ja auch, wir sind sozusagen ja uns einig irgendwo. Ja? Und deswegen wäre es doch schade, wenn man da, ja, ich sag jetzt mal, durch Sturheit oder irgendwie ja, das Streit hervorruft. Ich lese es erstmal vor. Es geht um Authentizität, bei sich selbst ankommen, sich zu Hause fühlen, den passenden Ort finden, sich in seiner eigenen Haut wohlfühlen. So, jetzt haben wir ja in der allgemeinen Legung gesehen, dass es da schwierig ist. Und ich denke, das ist auch das, womit du zu kämpfen hast. Und das solltest du deinem Gegenüber, wenn du in einer Beziehung bist, auf jeden Fall sagen, was dich beschäftigt. Die Beziehungsbotschaft lese ich vor. Ob in der Form von Partnerschaft und Freundschaft oder auch der Kameradschaft mit einem treuen Tier, die Liebe wohnt jetzt in deinem Leben. Ja, man hält zu dir. Du hast viel davon zu geben und kannst gewiss sein, dass sie erwidert wird. Deine Bindungen vermitteln dir ein Gefühl der emotionalen Sicherheit, Geborgenheit und Vertrautheit. Sieh deine Partnerschaft als dein Zuhause an. Gemeinsam mehrt ihr die Liebe in der Welt. Ja. Ich denke mal, das ist auch die vier der Stäbe, das ist dein Halt, deine Burg, das, worauf du dich verlassen kannst, ja. Ich denke aber, dass du eben mit anderen Dingen auch beschäftigt bist und dass du zu Hause oder in der Partnerschaft, in der Beziehung auch vieles von dem wieder loswerden kannst, was du dir vielleicht angesammelt hast, so im Alltagsleben oder auch mit der Gesellschaft an sich, ja. Und du bist glücklich in deiner Beziehung, aber die äußeren Einflüsse haben natürlich eine Auswirkung auf dich. Und ich denke, es wäre nur fair und schön, wenigstens einen Teil mit dem Turm, mit deinem Partner, deinem Gegenüber zu teilen, damit derjenige wenigstens weiß, was dich so beschäftigt oder was dich vielleicht auch manchmal ein bisschen zurückhaltender macht oder wo du vielleicht auch ja so ein bisschen gereizt bist. Einfach warum? Das wäre schon wichtig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass du Zeit für dich alleine brauchst, ja, um diese Dinge zu sortieren, um auch dir ein paar Gedanken zu machen, wie soll es denn weitergehen, was möchte ich denn? Du sollst deinen Partner oder deine Partnerin dabei nicht ausschließen, überhaupt nicht, aber damit du für dich selber ins Reine kommst, ja. Und dann gehst du zu deinem Gegenüber und sagst so, ich habe mir was überlegt, wie ich damit umgehen werde und so weiter. Und dann könnt ihr das natürlich als
Paar oder als Freunde oder wie auch immer gemeinsam hinbekommen. Es geht darum, sich gegenseitig zu stützen, sich gegenseitig auch Halt zu bieten. In dem Fall brauchst du den Halt mehr, glaube ich, als dein Gegenüber. Und ja, vielleicht auch aufgrund der äußeren Einflüsse solltest du nicht die Beziehung in Frage stellen, sondern diese Unzufriedenheit eben auch da belassen, wo sie hingehört, nämlich ins Außen. Ja, dein Gegenüber kann nämlich nichts dafür, ist vielleicht auch selbst solchen Dingen ausgesetzt und muss damit zurechtkommen. Und vielleicht bekommst du ja auch ein bisschen was davon erzählt, was deinem Gegenüber so tagtäglich widerfährt. Das ist so mein Eindruck, den ich hier habe. Also ich denke mal nicht, dass es da Streit gibt oder so, aber es kann natürlich durch äußere Einflüsse dazu kommen, dass der eine richtig mies drauf ist oder so und dass das dann der andere vielleicht auf sich bezieht. Und wir haben eine Karte, die heißt Chaos. Und ich denke mal, das äußere Chaos, der Stress oder die unhöflichen Leute, die Dinge, die da so passieren, die bringst du ja auch irgendwie mit nach Hause. Ja, und dein Gegenüber vielleicht auch. Und das muss man eben auch unterscheiden, was kommt von außen und was kommt von mir persönlich. Ja, und ich glaube, darauf solltest du im April großen Wert legen, dass du diese beiden Dinge unterscheidest. Nämlich, was hat dich schlecht draufgebracht? Und wo ist deine Grundeinstellung? Ja, und ich denke, dass du eigentlich sehr zufrieden bist mit dem, was du hast und das auch festhalten möchtest. Nur die äußeren Einflüsse machen dir halt immer irgendwie einen Strich durch die Rechnung oder versauen dir die gute Laune, sagen wir es, wie es ist. Und darüber kannst du natürlich mit deinem Gegenüber sprechen. Und vielleicht geht es deinem Gegenüber auch nicht viel anders. Und deswegen versuche, die Dinge auseinanderzuhalten, wo sie herkommen, damit du sie nicht in der Beziehung dann auslebst oder rauslässt und dein Gegenüber ist sich keiner Schuld bewusst. Das kann nämlich schon mal passieren. Ja, das macht man auch nicht extra, das ist einfach so, aber man ist sich dessen oftmals eben nicht bewusst. Und darauf wirst du für den April einfach in Beziehungen hingewiesen. Ich hoffe, dass du das intensiv nutzen kannst und dass es dir hilft, da eben das Außen auch außen vorzulassen, wo es nämlich hingehört und nicht in die Beziehung. Allerdings, wie gesagt, der Austausch ist schon wichtig. Ich wünsche dir einen zauberhaften April und hoffe, dass dir das nützlich und hilfreich war. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Wenn es dir gefallen hat, du was damit anfangen kannst, dann lass gerne ein Däumchen hoch da. Und du kannst auch, wenn der Monat vorbei ist, natürlich noch Kommentare drunter schreiben, weil dann hast du es ja auch erlebt. Also viel Erfolg dabei, gutes Gelingen und lass dich nicht beeindrucken von Merkur rückläufig. Bleib einfach ruhig und gelassen. Alles Liebe für dich und bis bald.